Klinger, Glückwunsch. 2:0 gegen BFC Dynamo. Ist alles so gelaufen, wie du dir das vorgenommen hast, wie du es mit der Mannschaft besprochen hast? Ja, ich bin sehr froh über die 3 Punkte. Ich glaube, es war sehr hart erarbeitet. Ein Stück weit liegt daran, dass wir die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr gut umgesetzt haben von dem, was wir wollten. Dass wir gesagt haben, wir wollen den Ball laufen lassen, wir wollen vielleicht gewissen Zweikämpfen aus dem Weg gehen. Weil BFC hat schon eine kämpferisch starke Truppe. Das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Haben dort natürlich auch die 2 Tore gemacht, was einfach immer ein Stück weit Sicherheit gibt. Dass es hinten raus auch noch mal ein bisschen knifflig wird, ist völlig normal. Beck ist ein Stürmer, der eine gewisse Höhe hat, der auch immer für ein Tor gut ist. Aber wir haben dann alles wegverteidigt, gute Konter gehabt, gute Ballbesitzphasen und leichter Versprecher. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Klinger, du hast gesagt, hart erarbeitet. Von außen hatte man, also ich zumindest, nie das Gefühl, dass wir das Ding aus der Hand geben. Wie geht's dir da oder wie ging es dir da auf der Trainerbank? Man ist schon immer trotzdem auch angezündet draußen und versucht natürlich dann immer mit dabei zu sein. Aber im Großen und Ganzen hatte ich ein sehr gutes Gefühl, auch schon vor dem Spiel, weil die Jungs das gut gemacht haben in der Trainingswoche, wir gewisse Abläufe haben, das Selbstvertrauen da ist, ist ja klar. Wir haben vorher auch 2-mal gewonnen, das merkt man dann auch, wie die Stimmung sich zeigt tagtäglich in der Kabine. Und jetzt natürlich mit so einem Sieg nochmal im Rücken gegen eine richtig gute Mannschaft, stärkt weiter, wir gehen unseren Weg weiter und arbeiten weiter hart. Pascal, Glückwunsch zum Sieg gegen BFC Dynamo. Du hast deine Aktie dran, auf jeden Fall hast dir im Stand von 1:0 dann den Ball geschnappt für den Elfmeter. Hast du nochmal rekapituliert, auch den letzten Elfmeter gegen Tennis Borussia, oder wo warst du da gedanklich? Also mir war vor dem Spiel schon klar, wenn es einen Elfmeter gibt, dass ich mir den schnappe, weil ich es mir selbst nochmal beweisen musste. Und währenddessen, während der Elfmeter eben war, war ich gedanklich in meiner Routine vor dem Elfmeter. Ja. Ihr wart auch in dem Spiel in eurer Routine. Man hatte immer, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ihr das absolut im Griff habt. Hattest du auch dieses Gefühl oder hattest du vielleicht am Ende des Spiels die Sorge, dass man vielleicht die Anspannung verliert und vielleicht doch noch einen Anschlusstreffer kriegt und so ein Spiel noch kippen kann? Nee, also ich hatte das Gefühl, dass wir die ganze Zeit das Spiel im Griff hatten. Wir hatten einen klaren Plan, auch vom Trainerteam vorgegeben bekommen, dass wir eben mit Ball stark sind, haben den Gegner laufen lassen und den Ball laufen lassen, konnten es gut umsetzen. Klar, in der zweiten Halbzeit hätten wir das ein oder andere Tor machen können, beziehungsweise den Angriff zu Ende spielen können. Da müssen wir noch dran arbeiten, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie Prozente weniger gegeben haben oder das Spiel auf die andere Seite hätte geben können. Es gab eine kuriose Situation, das 3:0 von Pascal ist dann abgepfiffen worden. Du hast kurz vor der Pressekonferenz mit dem Schiedsrichter sprechen können und habt euch darüber ausgetauscht. Wie haben denn die Schiedsrichter diese Situation begründet? Ja, das war, glaube ich, eine Fehlinformation. Der Linienrichter hat reingerufen, Blum steht noch drin. Und der Schiedsrichter hat verstanden wahrscheinlich, dass der Stürmer von uns drin stand und ich glaube, eine Sache, die einfach passiert. Wir sind alles Menschen, wir machen alles Fehler und wäre natürlich schön gewesen, das 3:0 den Deckel raufzumachen, aber ja, alles gut, Ende gut, alles gut. Ist jetzt nichts weiter draus passiert, von daher kann man da schon mal rüber wegschauen. Was man ja sagen muss, du hast eigentlich 2 Tore geschossen. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Ja, ich war überrascht, als gepfiffen wurde, weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich nicht im Abseits stand. War schon darauf fokussiert, den Ball einzuschieben, was ja dann auch geglückt ist. Aber ja, währenddessen ist dann halt ein Pfiff ertönt und wir haben dann alle nochmal beim Schiedsrichter nachgefragt. Aber sowas ist menschlich, hat eine Misskommunikation eben stattgefunden mit dem Linienrichter. Da sieht man, dass Schiedsrichter auch nur Menschen sind. Und im Endeffekt war es ja eine Spielentscheidung, von daher können wir da ein Auge zudrücken. Hoffen wir mal, dass du jetzt einen gut hast. Du bist gerade aus der Kabine raus. Kannst du vielleicht was sagen zur Stimmung in der Mannschaft jetzt auch nach diesem Sieg? Und auch, ihr wart ja vorhin noch bei den Fans, die euch auch noch ein paar Worte mit auf den Weg gegeben haben. Was für eine Stimmung nimmst du gerade wahr in der Mannschaft? Ja, eine durchweg positive. Jeder ist gut gelaunt, auch die Leute, die ein bisschen hinten dran sind. Jeder gibt Gas im Training, auch jetzt nach dem Spiel, feiern alle zusammen, haben alle ein Grinsen im Gesicht. Ist einfach ein super Klima, in dem es einen einfach freut zu arbeiten. Und ja, das Selbstvertrauen wächst in der Truppe, das merkt man auch. Und die Leichtigkeit ist auch da. Und auch vom Trainerteam kriegen wir als Mannschaft die richtigen Vorgaben. Und ja, es macht einfach Spaß mit den Jungs. Der Blick nach vorn. Gedanklich ist man schon irgendwie beim Derby, hat man natürlich auch bei den Fans gemerkt, was logisch ist, was ganz normal ist. Aber jetzt geht es erstmal nach Halberstadt. Was erwartet uns da?
Gedanklich sind wir erstmal bei Halberstadt, weil das ist auch eine Mannschaft, die du erstmal bespielen musst. Wir haben sie unter der Woche beobachtet, konnten schon sehen, dass sie eigentlich besser waren wie der Gegner und das Spiel leicht verlieren. Haben da unsere Lehren rausgezogen, werden auch den Gegner weiter studieren, beobachten und müssen dort eine Top-Leistung abliefern, auch auswärts. Das wird nicht einfach. Ich erinnere mich an das eine Jahr, wo wir dort auch 0-0 gespielt haben, wo das Tor gefehlt hat. Also wir sind sehr, sehr gewarnt und gucken erstmal wirklich auf den nächsten Gegner und das ist Halberstadt. Und da drücken wir euch ganz fest die Daumen. Vielen Dank, Klinger. Dankeschön. Dann noch viel Spaß beim Feiern und dann ab morgen dann voller Fokus auf Halberstadt. Genau. Danke, Dankeschön. Fein, fein. Danke.